Die Dichterliebe von Robert Schumann ist ein Stück über die Liebe. Es geht ganz tief in den Zauber, die Magie, die Verzweiflung, die Tragik der Liebe hinein. Und Schumann selbst stößt dabei immer wieder kleine, besondere Türen auf. Und teilweise betritt er diese Räume gar nicht. Teilweise dringt er aber doch hinein, hinterlässt aber immer eine Art Fragezeichen. Und trotzdem habe ich mich damit auseinandersetzen müssen, geradezu, weil ich genau diese Räume der Magie und des Zaubers und der Verzweiflung betreten wollte. Ich grolle nicht, ist im Grunde genommen der große Mega-Hit des Zyklus. Das auch wenn vielleicht der ein oder andere den Titel nicht kennt, aber fast jeder hat dieses Lied irgendwo schon mal gehört. Es ist von Schumann mit repetitiven Akkorden im Grunde genommen fast schon wie ein Popsong gesetzt. Diese Akkorde habe ich aufgebrochen und habe sie in einen rhythmischen Groove gebracht, der sehr jazzy, der sehr vorwärtsgetrieben ist. Nicht, auch wenn das Herz mir bricht. Da versucht sich jemand selbst Mut zuzusprechen. Und dem wollte ich durch meine Version noch ein Element der Leichtigkeit hinzugeben, des Darüberstehens und des lustvoll Spielerischen, das auch in der auch im Liebesschmerz die Möglichkeit auf eine neue Liebe stehen kann. In dem Stück gibt es einen ganz klaren Wendepunkt, an dem alles anders ist, als es bis zu diesem Zeitpunkt im Werk beschrieben wurde. Ab dem Lied höre ich das Liedchen klingen, das einst die Liebste sang. Ist ganz klar, dass die Geliebte völlig entrückt, verrückt, verzaubert in einer anderen Sphäre sich befindet. Und ab da ist auch in meinem Stück die Instrumentation viel entrückter. Die Klänge sind zerbrechlicher, sie sind fragiler gearbeitet. Und ab da erleben wir nur noch Reminiszenzen dessen, was einmal gewesen ist oder was auch einmal nur erträumt wurde. Selbst der Traum kann eine Reminiszenz des Geträumten sein in diesem Moment. Spring.
löst sich auf in Tränen. Mein übergroßes Weh. Jedes Lied in dem gesamten Zyklus hat eine besondere und eigene Haltung meinerseits gefordert. Dennoch gab es natürlich so das ein oder andere Lied, das eine große Herausforderung gewesen ist und sehr, sehr schwierig in der Neukomposition gewesen ist. Dazu zählt sicherlich erstmal auch Ich habe im Traum geweint. Ich habe im Traum geweint. Ich habe im Traum geweint, ich wachte auf, ich dachte, du lägst im Grab. Das waren für mich aufgrund der Lebenskrise oder der tragischen Ereignisse in meinem Leben und dem Verlust meiner geliebten Frau Momente, die auch kompositorisch mich an das Eingemachte meiner selbst geführt haben. Mir träumte, du lägest im Grab. Ich wollte mit diesem Stück in einen bestimmten Zustand ja, regelrecht eindringen, mich regelrecht hineinbohren. Und das funktionierte nur im Grunde genommen durch die Repetition eines ständigen Bam, 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 Bam. Es hat immer diesen sehr einfachen, aber dann doch sehr intensiven, nach vorne und sich hineinbohrenden ostinativen Rhythmus. Und wenn das dann so ganz scharf, ganz brüchig gespielt wird, entsteht etwas ja, fast schon Gewalttätiges. Und die Gewalt in diesem Stück ist der Schmerz, auch wenn das ein sehr persönliches Anliegen ist und am Ende sollte die persönliche Lebenssituation oder Biografie des Komponisten nicht unbedingt ausschlaggebend für die Qualität deines Werkes sein. Aber dennoch lebt ja niemand von uns in einem Vakuum und ist unbeeinflusst von Dingen, die einfach existenziell zutiefst bewegend, zerstörend und komplett unbegreiflich sind.